Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Test von einmalidea.de. Wir haben euch heute den Ultimate ES Boom mitgebracht, der in dieser schicken Verpackung kommt. Ich zeige es euch noch einmal. So ist es in so einem Pappschuber hier, den ihr dann einfach aufklappen könnt. Und hier drinnen war er quasi verpackt. Hier unten haben wir einmal eine Lasche für die Stromadapter. Ich habe hier einmal den USB-Adapter und einmal den passenden deutschen Adapter mit dabei, beziehungsweise den Euro-Stecker, den ihr hier entsprechend ganz leicht aufstecken könnt. Und das war's. Zusätzlich ist hier auch noch so ein neongelbes Kabel mit dabei, was übrigens hier oben drin war mit einer kleinen Anleitung. Genau, hier ist das Booklet dabei. Jo. Das soweit einmal kurz zur Verpackung. Der Ultimate ES Boom zeigt sich vor allem durch seine rundliche Form aus, also ganz individuelles Design im Gegensatz zu den anderen Lautsprechern. Er hat einen 360-Grad-Sound, quasi er strahlt einmal ringsrum ab, nicht nur in normal hat man ja, wenn man so einen Lautsprecher hat, die Abstrahlcharakteristik irgendwie so um den Bereich, aber hinten hört man nichts, aber der hat wirklich ringsherum, außer natürlich hier, wo das Plastik vor ist, keine Abstrahlcharakteristik. Aber in der Praxis zeigt sich das als ganz gut raus, weil oft hat man ja, keine Ahnung, wenn ich das jetzt so mit nach draußen nehmen, irgendwie zum Picknick oder irgendwas, sitzen die Leute um den Lautsprecher drumherum, man kann ihn in die Mitte packen und er hat, zeige ich auch gleich hier unten, also ja, hier unten hat er einmal einen USB-Anschluss und einmal einen Klinkeneingang. Das ist mit diesem Gummi geschützt, weil der Lautsprecher auch schmutz- und wasserabweisend ist. Er ist IPX4 zertifiziert, also er ist nicht gegen Untertauchen jetzt geschützt, also man kann ihn nicht unter Wasser tauchen, dann würde er kaputt gehen, aber wenn hier mal so ein bisschen Regen, Spritzwasser gegenkommt oder ein bisschen Matsch, Staub, irgendwas, ist das in Ordnung. Und hier haben wir einmal einen Karabinerhaken, beziehungsweise hier haben wir einmal eine Öse, wo wir einen Karabinerhaken dran machen könnten, um ihn irgendwo, was weiß ich, am Rucksack zu befestigen. Oder alternativ kann man das hier rausdrehen. Dann hat man ein Gewinde, um es beispielsweise an einem Stativ zu befestigen. Genau, erkläre ich nochmal kurz weiter zum Lautsprecher. Hier außen haben wir so ein Nylon-Mesh-Gewebe, was ja sehr strapazierfähig und robust ist. Oben, unten und hier an der Seite, das ist so Plastik, beziehungsweise ja, Kunststoff. Etwas weicheres Kunststoff, was so eine raue Oberfläche hat. Also insgesamt fühlt sich das Material insgesamt gut an. Es ist alles sehr sauber und gut verarbeitet. Also wirklich von der Verarbeitung und von der Materialauswahl ein sehr qualitativ hochwertiger Lautsprecher. Diese Version nennt sich jetzt Aqua. Gibt auch noch, ich glaube, um die 10 andere Farbvarianten, sogar Special-Varianten. Und ja, ich finde ihn aber ganz schick so. Das Einzige, man kann ihn jetzt hier nicht irgendwie aufstellen. Also diese Fläche hier ist nicht gerade, sondern auch geschwungen, sodass man ihn also nicht, also mit etwas Glück, wenn man es hier so ein bisschen presst, liegt er so, aber eigentlich ist das keine exakt gerade Auflegefläche. Also entweder so oder zur Not auch so würde funktionieren. Genau, ja, schalten wir ihn einfach mal ein. Der Lautsprecher funktioniert insgesamt mit Bluetooth und wie gesagt hier unten Klinkeneingang. Bluetooth können zwei Geräte gleichzeitig mitgepairt sein, so habt ihr quasi so einen Party-Modus und ihr könnt euch mit den Tracks abwechseln. Die Bluetooth-Reichweite ist mit 15 Meter festgelegt, also hat bei mir auch durch den Raum durch noch gut funktioniert. Insgesamt hat er 15 Stunden Laufzeit angegeben. Wir haben bei 50% der Lautstärke etwa 17 Stunden erreicht.
Lautstärke könnt ihr übrigens hier verstellen. Hier haben wir so ein Plus und Minus. Darüber lässt sich die Lautstärke justieren, wenn ihr beide gleichzeitig drückt. 30% geladen. Dann hört ihr einmal die Akkustandsanzeige von diesem Gerät. Koppeln lässt sich das Handy auch per NFC, sodass ihr halt nicht. Ja, sonst geht es halt über den normalen Bluetooth-Pairing-Button, aber alternativ auch über NFC. Die Frequenz des Lautsprechers umfasst 90 Hz bis 20 kHz. Ja, damit also kann man vermuten oder lässt sich daraus schon ableiten, dass im Tieftonbereich nicht so viel los ist, was wir auch im Hörtest festgestellt haben. Also im Tieftonbereich ist der Lautsprecher recht schlecht. Da hätte man gedacht, UE Boom, da steckt richtig Wumms hinter. Aber Boom meint in dem Sinne Lautstärke. Also der Lautsprecher geht extremst laut, sehr, sehr laut. Und da hat er seine Stärke. Mitten sind recht gut, Höhen sind auch recht gut. Und auch bei voller Lautstärke ist der UE Boom noch sehr signaltreu, beziehungsweise ja, stabil, verzerrt nicht. Da hat Ultimate ES echt einen guten Job gemacht. Ja, in der App, die ich euch gleich zeigen werde, könnt ihr auch noch einen Equalizer einstellen, womit man den Bass theoretisch anheben könnte, also quasi so eine Lautnisfunktion. Aber dadurch wird der Klang eher nur dumpfer und nicht wirklich besser. Also würde ich die Finger von lassen. Ich schwenke jetzt hier einmal gerade aufs iPhone um. Gehen wir jetzt einmal zur App rüber. Hier haben wir die UE Boom App. Der Lautsprecher hat Bluetooth 4.0 an Bord, das iPhone natürlich auch. Und dank Smart Bluetooth können wir jetzt auch den Lautsprecher einfach einschalten, was jetzt hier mit dem Ton quittiert wird. Das geht mit Bluetooth 3.0 Lautsprechern nicht. Ich gehe einmal durch die Optionen durch. Hier können wir mal zwei Geräte pairen. Also wir können zwei UE Boom zu einem Stereo-Paar zusammenfügen und somit ja, natürlich insgesamt das Volumen erhöhen bzw. klanglich noch etwas verbessern. Dann haben wir den EQ. Wie gesagt, hier können wir mal Bassverstärkung einstellen, Intim, Stimme oder halt auch einfach benutzerdefiniert hier die Sachen anheben und verändern. Aber wie ihr seht, wir können hier irgendwo ab 100 Hertz nur verstärken. Und ja, wenn wir mehr so eine Bassgitarre oder irgendwas haben, das ist schon irgendwo im 50-Hertz-Bereich, sowas kann er dann halt nicht wiedergeben. Dann haben wir hier einmal die Weckfunktion. Hier können wir mal den Wecker an- und ausschalten und dann einmal so wäre er jetzt an für einmalig. Und wenn wir das wegmachen, dann würde er halt jeden Tag um 7 Uhr. Wir können dann zuletzt abgespielte Musik wählen oder in meiner Musiksammlung etwas festlegen. Unter mehr das Wichtigste sicherlich hier die, gut, er ist aktuell, deswegen zeigt er mir nichts an. Man kann über die App den Lautsprecher aktualisieren. Das war es eigentlich soweit zu den Funktionen der App. Vielleicht kann ich einfach mal nur etwas Musik wiedergeben. So, der Lautsprecher spielt jetzt. Ich zeige hier auch nochmal am Handy. Wenn ich jetzt hier, das läuft also synchron, wenn ich die Lautstärke hier verringere hinten oder erhöhe. Wie gesagt, die Druckpunkte sind hier einmal in der Mitte und ja einmal Plus. Wir können jetzt einmal die Lautstärke ja auf Maximum erhöhen.
Also wie gesagt, er geht ganz schön laut. Hier sehen wir auch die Wiedergabe UE Boom. Das kann man ja nochmal anzeigen. Und ganz nett ist auch hier oben die Anzeige des Akkus von dem Lautsprecher. Also über den Weg geht es auch. Insgesamt hat uns der UE Boom sehr gut gefallen. Verarbeitungsqualität ist gut, Design ist gut, Haptik allgemein ist gut. Klang, das einzige ein bisschen im Tieftonbereich ist er nicht so überzeugend. Da gibt es noch andere Alternativen. Sagen wir mal, das Bose Soundlink Mini hat mehr Bass, ist aber auch ein komplett anderes Konzept, ist halt nicht für Outdoor. Das ist halt wirklich ein robuster Outdoor-Lautsprecher und den Soundlink Mini würde ich jetzt nicht unbedingt nach außen mit nach draußen nehmen, also höchstens auf die Terrasse, aber jetzt nicht irgendwie mit an den Strand. Das Ding würde ich auch ganz einfach an den Strand packen, würde es danach einmal grob abbürsten und schon ist das Ding wieder wie neu. Anderweitig alternativ noch JBL Charge 2 Plus hatten wir noch. Der hat auch im Tieftonbereich deutlich mehr Wumms. Da allerdings der Nachteil wieder kürzere Laufzeit und von der Schutzklasse her ist er etwas weniger gut durchdacht, sagen wir mal. Der hat nämlich auch die beiden Anschlüsse hier, aber die liegen offen. Also die sind nicht geschützt, so wie hier. Da muss man halt auch ein paar Abstriche machen. Und der JBL Charge ist halt auch nicht so schön. Also ja, hat Ultimate DS alles gut gemacht. Die zweite Version davon steht auch schon in den Startlöchern. Der wird dann wahrscheinlich etwas günstiger werden. Die neuere Version hatte ich gesehen, die hat auch IPX7, also auch für Untertauchen und soundtechnisch soll sie noch etwas verbessert worden sein. Darf man also gespannt sein. Das soweit erstmal zu diesem Test und vielen Dank fürs Zuhören.